Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Stil 023. Ich werde die Säge jetzt einmal komplett zerlegen, sprich Griff und Gehäuse abbauen, so dass ich freien Zugang hier zur kompletten Motoreinheit habe und die komplette Motoreinheit auch rausnehmen kann. Dazu werde ich hier alle Griffbefestigungen einmal rausnehmen, sodass ich das komplett entnehmen kann. Den Griff runter. Also ich zerlege die jetzt nicht in alle Einzelteile. Könnt ihr überhaupt was sehen? Ja. Na, also sowas hier wie die Kettenbremse und so, das lasse ich ganz. Ansaugstutzen noch weg und jetzt ist hier hinter der Impulsschlauch noch. Da könnt ihr das sehen, da vorne. Das ist auch so ein Teil, was gerne schon mal abgeht oder kaputt ist. Jetzt, wo ich das auseinander habe, werde ich auch den Impulsschlauch prüfen, ob der heile ist. Hier ist der Kill-Switch, der Unterbrecherschalter, und dann kann man auch das hier einfach an dieser Gummidurchführung hier durchs Gehäuse schieben und schon wäre auch das ab. Ja. Dahin, so. Sehr gut. Die Zündung nehmen wir runter, beziehungsweise die, ich nenne es mal die Erdung der Zündung, also die Verbindung zum Kurbelgehäuse. Das kriegen wir noch nicht ab. Den Auspuff nehme ich noch runter. Hier habe ich jetzt noch meine Auspuffrichtung verbaut, die ich mir gebastelt hatte zum Abdrücken des Kurbelgehäuses. Ich verlinke euch mal hier oben rechts den ersten Teil. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das ist meine Dichtung, die ich mir hier gebastelt hatte. Legen wir auch mal alles zur Seite. Um jetzt den Motor mit Kurbelgehäuse hier aus dem Tankgehäuse rauszunehmen, sind hier unten vier Schrauben. Und diese vier Schrauben halten zum einen den Motor zusammen, zum anderen befestigen sie das Ganze und ist gut fest. Zwei, das ist die Nummer drei. Und wie ich feststellen muss, hier die Nummer 4 ist gar nicht vorhanden.
Das ist natürlich komisch. Ja, und jetzt kann ich hier die gesamte Motoreinheit rausnehmen und so seitlich rausziehen. Auch hier drunter sieht man einiges an Dreck. Das werde ich natürlich auch reinigen, genauso wie hier in diesem Teil. Und hier sehen wir den defekten Wellendichtring. Und auch das ganze Kurbelgehäuse lässt sich hier vernünftig öffnen. Ja. Das wird wieder dicht miteinander verklebt. Das sieht hier so, ja, nicht so dolle aus. Also das einmal vernünftig reinigen hier. Natürlich wird auch der Zylinder gezogen. So, schön vorsichtig. Hier fällt der Wellendichtring schon ab. Wir schauen uns einmal den Kolben an. Also der Kolben sieht tatsächlich gut aus. Hat hier keinerlei Einlaufspuren. Hier unten ist ein bisschen, hier unten ist der etwas verfärbt. Aber ansonsten sieht das in Ordnung aus. Oben natürlich ein bisschen Rußablagerung, aber das ist alles in Ordnung. Die Wellendichtringe kommen beide neu. Na, dieser hier ist defekt. Dieser hier wäre noch heile, aber wenn man sie schon mal so weit auseinander hat, dann muss man an den 2,80 Euro auch nicht sparen. Gut. Na, guck mal hier. Ich hoffe, man kann das sehen. Hier vorne ist nämlich die Hälfte vom Wellendichtring. Der hatte sich also in der Tat zerlegt. Ne? Hier ist die Feder noch. Ja. Ja, im nächsten Schritt werde ich jetzt einmal die Teile reinigen. Das ist immer die schlimmste Aufgabe bei diesen Sägen. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze, diesen ganzen Dreck hier abbekommt. Entweder mit Waschmittel, das soll ganz gut gehen. Das habe ich auch schon mal gemacht, um Ölflecken vom Pflasterstein wegzubekommen. Das war wirklich eine gute Idee. Was ich hier mache, das ist, ich nehme eine alte Zahnbürste. Und wenn ich so eine alte Säge habe und da ist noch überjähriger Kraftstoff drauf, dann fülle ich diesen alten Kraftstoff immer ab und nehme den quasi als Waschbenzin, um dann hier den Dreck hier anzulösen. Druckluft ist auch immer gut. Beim Ausblasen muss man natürlich immer eine Brille tragen, denn hier sind so viele Ecken und Kanten und dieser gelöste Dreck, der fliegt einem immer ins Auge. Also da passt auf jeden Fall auf. Das ist nicht wert, dass ihr euch da den Reiniger noch ins Auge reinpfeift. Aber auch hiermit kann man das sehr gut anlösen. Und dann wird das gleich einmal abgeblasen und dann wird das von Durchgang zu Durchgang weniger. Man kann es auch kratzen, irgendwie mit einem, sagen wir hier, mit einem Schraubendreher zum Beispiel. Na, dass man versucht, das wegzumachen. Der Nachteil dabei ist, man hat hier immer scharfe Kanten und zerkratzt sich in der Tat dann hier sein Gehäuse. Das muss ja auch nicht sein. Gut, sowas hier unten, das kann man einmal anheben, seht ihr das? Ja, dann holt man so die ganzen Batzen erstmal raus. Aber da gehe ich dann auch mit dem Schraubendreher nur in den Dreck rein und nicht aufs Grundmaterial. Ja, es ist halt eine Sisyphusarbeit und ist eine, oder eine Fleißbienchenarbeit. Da ist dann auch immer die Frage, wie weit will man die Säge reinigen? Soll es ein kompletter Neuaufbau werden, dass am Ende da eine Säge steht, die so gut wie neu ist?
oder soll sie hinterher einfach nur wieder funktionieren. Ich denke immer, so wie bei dieser Säge zum Beispiel, die muss nicht hinterher wie neu aus dem Geschäft aussehen, aber sie sollte wie neu aus dem Geschäft funktionieren. Und naja, wenn man schon mal dran ist, hier den Dreck, den man so losbekommt, der soll natürlich raus. Aber der muss jetzt nicht porentief rein sein, wie man so schön sagt. Verkleidungsteile habe ich auch schon mal mit in die Spülmaschine gelegt. Das funktionierte auch ganz gut. Na, also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die einen schwören auf Backofenreiniger, die anderen auf ein Waschmittel, die nächsten auf ein Spülmittel. Ich denke, das Ergebnis zählt. Am Ende des Tages ist alles recht, was funktioniert. Aber auch hier mit dem Kratzen kriegt man schon mal das Gröbste weg. Und dann sieht das schon gar nicht mehr ganz so schlimm aus. Ich gehe mal eben nach draußen, lasse das mit Druckluft aus. Auch nie verkehrt. Brille dazu. Ja, und schon ist das um einiges sauberer. Und dann gehe ich jetzt hier wieder mit meinem Waschmittel her und werde das noch etwas weiter reinigen. Auch hier vorne in dem Bereich, wo der Auspuff sitzt. Da ist natürlich immer eine höhere Temperatur. Das heißt, auch der Dreck, der ölige, harzige Dreck, der brennt sich hier dann richtig fest. Und naja, das kann man mechanisch nicht mehr entfernen. Da muss schon irgendwas mit hoher Lösekraft her. Gut, das soll aber jetzt nicht Thema von unserem Video sein, wie ich hier eine Säge reinige. Da zählt gleich nur das Ergebnis. Ich hole euch wieder dabei, wenn wir uns um den Austausch der Kurbelwellenlager kümmern. Es ist ja so, dass der Defekt erstmal nur bei den Wellendichtringen diagnostiziert wurde. Aber wenn man die Kurbelwelle eh einmal raus hat, dann macht man auch beide Lager neu, denn die kosten echt nicht die Welt. Ich habe die schon mal besorgt. Ich habe hier ganz normale SKF-Lager genommen, 6202 mit dem erhöhten Lagerspiel, also dem C3-Lagerspiel. Und ja, das sind letzten Endes Pfennigartikel. Und wenn man die Säge schon mal so weit auseinander hat, dann lohnt es nicht, den Aufwand zu warten, bis die Lager kaputt sind, um es dann wieder auseinander zu bauen. Denn hier ist wirklich der Montageaufwand der größere Kosten- und vor allen Dingen Zeitfaktor. Ja, eine Zeit später. Die Teile sind soweit gereinigt. Und jetzt will ich hier die Kugellager zumindest schon mal ziehen. Will ich mal schauen, ob das hier mit meinem Abzieher funktioniert. Der Innenring der Lager, der hat ja immer einen sehr strammen Sitz auf der Welle. Und ja, man kann sich das vereinfachen, indem man zum Beispiel die Kurbelwelle mal ein paar Stunden ins Gefrierfach legt oder das Lager aufheizt. Aber ihr seht hier, das geht eigentlich ganz gut. Und auch hier drunter sieht alles wirklich top aus. Ich habe in der Zwischenzeit auch den Zylinder gereinigt. Und wenn man da innen reinschaut, also da ist ein bisschen am Zylinderkopf innen drin, ist ein bisschen verkokt, das ist aber ganz normal. Ansonsten sind an dieser Säge überhaupt keine Laufspuren. Also die ist echt total blank. Das ist ganz toll. Und es ist irre, dass es Leute gibt, die sowas dann wegschmeißen. Vermutlich, weil sie nicht in der Lage sind, den Fehler zu finden.
Ja, und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sowas hier dann in dem Zustand pauschal ein wirtschaftlicher Totalschaden ist. Ob das aber passt hier. Ich glaube, mein Abzieher ist zu. Ne, passt. Glück gehabt. Also das sieht hier alles hervorragend aus. Die Lager haben so ein bisschen, ja, ich sag mal gerade das hier, wahrscheinlich von der langen Standzeit, haken die so ein bisschen innen drin. Wobei das jetzt nicht schlimm wäre. Sie sind soweit eigentlich noch stramm. Das wäre also nicht das Problem. Aber wie eben schon gesagt, wenn man hier sowieso dabei ist und die Wellendichtringe macht, dann kommt es auf die paar Euro 50 auch nicht an für neue Kugellager. Gut, die werde ich jetzt aufsetzen. Gucken, wie ich das am sinnigsten mache. Ja, die kriege ich. Ich glaube, hier mache ich das sogar, dass ich die Kurbelwelle einmal ins Gefrierfach lege. Ja, das ist, glaube ich, einfacher. Ja, bevor ich das jetzt in die Truhe bringe, zeige ich euch noch einmal hier einen Blick in den Zylinder rein. Also, ich denke, die Lauffläche, das kann sich absolut sehen lassen. Am Kopf ist jetzt noch ein bisschen Ölkohle, aber ansonsten sieht das gut aus. Wichtig ist vor dem Zusammenbau, dass eben die Dichtfläche hier komplett gereinigt wird. Das geht auch wieder ganz gut mit einer ja, Drahtbürste in der Bohrmaschine. Ich nehme, habe die immer in der Standbohrmaschine, fahre dann einmal hier drüber und dann ist das wirklich spiegelglatt. Und wichtig ist, dass das komplette Dichtmittel hier dann weg ist, auch hier vorne in diesen Ecken, wo letzten Endes die Wellendichtringe drin sitzen. Und natürlich auch hier im Lagersitz für die Kugellager. Na, hier sind konstruktiv extra, weiß nicht, ob man es sehen kann, extra so Nuten noch mit eingestochen, dass wenn da Dreck da ist, dass der dann ja, sich hier reindrücken kann. Aber das muss einmal alles komplett gereinigt werden. So, die Kurbelwelle hat jetzt über Nacht in der Gefriertruhe gelegen. Jetzt wollen wir uns mal beeilen. Also diese Kugellager haben jetzt kein Innen und Außen. Und ihr seht, es funktioniert wunderprächtig, dass man die Kugellager einfach drauf drücken kann. Lager sind komplett drauf. Was man jetzt direkt schauen kann, dass das von den Abmaßen hier vernünftig genau reinpasst, aber das ist soweit tutti, topfit. Boah, kalt. Dann kann das jetzt wieder auftauen und dann können wir schon den Motor wieder zusammensetzen. So, im nächsten Schritt möchte ich die neuen Wellendichtringe aufziehen. Dazu wird hier einmal links wie rechts die entsprechende Fläche mit Öl benetzt, dass es da nirgendwo hakt. Dann haben die eine Innenseite und eine Außenseite und das wird entsprechend dann einfach hier aufgesetzt. Zack, schon sitzt er. Das gleiche analog hier an der zweiten Seite, an der Kupplungsseite. Ja, bei der zweiten Seite hier muss ich mit dem Wellendichtring über die Nut und da ist die Gefahr, dass ich den Wellendichtring zerstöre. Deswegen helfe ich mir jetzt hier mit so einem Stück Papier. Das wickle ich hier drum. Dann sollte der Wellendichtring hier oben
drüber gehen und das ist dann quasi wie so ein Trichter letzten Endes. Ganz vorsichtig mal dabei drehen. Jetzt kann ich das Papier drunter wegziehen und schon bin ich mit dem Dichtring über die Nut drüber und die Dichtfläche ist heile geblieben, so wie es sein soll. Soweit dazu. Ja, kommen wir zur Montage des Zylinders. Auch hier wird die Lauffläche einmal mit Öl benetzt, weil die Kolbenringe ja jetzt nicht geschmiert sind, also über keinen Ölanteil im Kraftstoff, der das sonst übernimmt. Und bei diesem Zylinder ist es jetzt so, dass der Einlauf hier konisch ist. Das erlaubt uns, die Kolbenringe so auszurichten, dass der Kolbenspalt hier über der Verdrehsicherung liegt. Das machen wir bei beiden Ringen. Jetzt ist an der Kurbelwelle, das ist die Polradseite, das ist die Kupplungsseite. Die Kupplung ist auf der rechten Seite der Säge. Zündkerze zeigt nach hinten, das heißt, wir montieren das direkt in der richtigen Orientierung und der Kolben wird einfach ganz vorsichtig eingeführt in den Zylinder und schon wäre das drin. Ja, das Ganze muss natürlich abgedichtet werden. Dazu nehme ich einfach hier so eine Motorendichtung, die ist auf Silikonbasis. Und damit wird eben die komplette Trennebene abgedichtet. Mal gucken, dass was kommt. Ja, und jetzt ist es so, dass ich also auch den Sitz des Wellendichtringes oder der Wellendichtringe hier mit dieser Dichtmasse dünn benetze. Zähes Zeug und halt sehr wichtig, dass hier gleich die Übergänge auch hier an diesen Kanten da und da jeweils, dass das vernünftig benetzt ist. Das wären nämlich im Prinzip unsere Schwachstellen, was die Dichtheit angeht. Dichtheit, Dichtigkeit. Ihr wisst, was ich meine. So, also werde ich jetzt im ersten Schritt dieses einsetzen. Man muss die Dichtringe so ein bisschen nach außen ziehen. Damit die hier nirgendwo anecken. Das scheint aber alles zu passen. Und schon sitzt das Ganze in der Position, wo es hingehört. Ja, als nächstes nehme ich hier die Schale, um das Kurbelgehäuse nach unten hin abzudichten. Die kann man, glaube ich, sogar seitenverkehrt einbauen. Die hat aber hier vorne, seht ihr das, hier ist so eine Nase. Und die Nase greift hinterher hier auf der rechten Seite, hier vorne um die Ölpumpe, hier unten. Das heißt, die Nase kommt auf die Ölpumpen, sprich Kupplungsseite, das wäre nach hier. Also gehört der Deckel so rein. Dann wird der hier entsprechend hier ist extra so ein Nut drin. Da werde ich dieses Dichtmittel drin verteilen. Ebenso in der Nut hier für den Wellendichtring. So, war jetzt ein bisschen friemelig, aber das ist jetzt einmal umlaufend mit dem Dichtmittel eingeschmiert. Und diese Nase sollte ja dann hier auf die Kupplungsseite, also wird der Deckel entsprechend
in dieser Orientierung hier aufgesetzt. Das Ganze nicht direkt andrücken. Ich lasse das Dichtmittel erst ganz kurz so ein bisschen fest werden. Nicht, dass sich das jetzt alles rausdrückt. Ob man das so machen muss, weiß ich nicht, aber das mache ich bei Getrieben und sowas sonst auch schon mal. Hat sich eigentlich bewährt. Material, was hier sich rausdrückt, wische ich direkt ab. Damit brauchen wir uns nicht weiter zusauen. Und dann kann das gleich eingebaut werden. Somit wäre die Motoreinheit neu abgedichtet und wieder zusammen.